Viele Menschen leiden unter einer Essstörung. Von Binge-Eating über Bulimie bis hin zur Magersucht kann sich eine Essstörung unterschiedlich auswirken. Laut RKI weisen ca. 20% der heranwachsenden Kinder im Alter von 11 bis 17 Jahren eine Essstörung auf. Auch wenn Mädchen und Frauen nach wie vor öfter betroffen sind als Jungen und Männer, steigt die Anzahl der Betroffenen stetig. Freunde, Bekannte und Familie sind in alltäglichen Situationen überfordert und versuchen, Unterstützung zu leisten. Das Problem? Vieles, was nett gemeint ist, nehmen Betroffene mit einer Essstörung ganz anders wahr und fühlen sich verletzt. Um diese Situationen zu vermeiden, sollte man auf jegliche Kommentare in Bezug auf die Figur oder das Erscheinungsbild verzichten. Auch Anmerkungen zum Essverhalten, wie beispielsweise "Da hat aber jemand Hunger" oder "Schön, dass du wieder isst", sind eher weniger hilfreich und können zu Überforderung führen. Besser ist es, Komplimente zu machen, die nichts mit dem Aussehen zu tun haben und sich auf den Charakter der Betroffenen beziehen. Das gilt übrigens nicht nur für essgestörte Personen. Falls ihr euch dennoch unsicher seid, könnt ihr die Betroffenen auf einfühlsame Art fragen, wie ihr sie am besten unterstützen könnt.